Hey yo, herzlich willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider. Danke fürs Einschalten und let's go. Wir haben im letzten Part ziemlich was durchgemacht, das muss man mal sagen. Und hier finde ich diese Stadt sehr cool. So, ich latsche mal ein bisschen rum, quatsche mit den einen oder anderen, guck mich mal ein bisschen um und dann geht's auch weiter. Okay, Doki, muss ich jetzt? Ja, kannst du nicht mehr tragen, ich weiß. Also ich finde dieses Dorf, Stadt, diese kleinen Dörfchen hier mit diesen Kirchen und so, das finde ich sehr lebendig. Ich meine, die anderen Dörfer waren auch sehr lebendig, aber es ist echt cool. Es ist echt cool, auch wenn man Abby, da nicht so lange... Kannst du mir mal helfen? Hi. Das ist kaputt. Hallo? Wie bitte? Moment mal. Die Lara? Ja. Lara Croft? Ja. Autogramm? Wolltest du ein Autogramm? Ich weiß, wer du bist. Ich habe dein Bild gesehen. Was ja. Willst du hier? Ich folge einem Rätsel. Ich. Das Herz der Schlange ist habe in der Schale unweit der Steingesichter. Eine Mission. Die Steingesichter? Hier. Ja, kannst du uns helfen? Bin ich auch hier. Ja? Ich will mich nicht einmischen. Ich suche eigentlich die Schlange in der Schale. Genau. Das okay, Herz. Hey, warte mal. Das Herz. Mindestens 400 Jahre alt. Das Herz in der Schale. Dokumente aus der Bibliothek von der Schlange. Bezeichnen sie als Hüter. Ja. Der Legende nach bewachen sie eine geheime Krypta. Krypta. Eine Krypta. Da geht immer wir die Post ab. Sie nie finden. Wie du dir denken kannst. Ja, wir sind das lauer. Die Schatzsucher wahnsinnig. Wir machen das jetzt. Alles klar, dann Dankeschön. Die Bibliothek befindet sich in die Richtung. Jo, dann gehen wir mal, aber der Typ will noch mit mir reden, ne? Guck mal, der da macht unten, der räumt da was auf. Da ist irgendwas kaputt gegangen oder so, ich weiß es nicht. Kinder rennen hier rum, spielen. Oh, Jonah wartet schon da auf uns. Das war auch cool, wie der sich so angelehnt hatte, so, ja, ich warte hier. Hier ist also irgendwo eine geil. Krypta. Eine geheime Krypta. Eine geheime Krypta, ja. Geheim. Wenn Lopez damit zu tun hat, muss es einen Trick geben. Eine ja, ja. Theorie. Wir werden das schon rausfinden. Hast du was Nützliches gefunden? Ich habe ein Flugblatt. 7 Schritte näher zu Gott. Wer weiß. Okay. Eine Broschüre über die Station des Kreuzes. Okay, komm, wir gucken seltsam, uns die mal an. Dass hier nur 7 Stationen des Kreuzwegs aufgeführt sind. Krass. Das muss auf einer älteren Überlieferung basieren. Ja, lübt auf jeden Fall. Kriegen wir erstmal so einen Flyer auf die Hand gedrückt. Aber jetzt, wo ist die Krypta? Pass auf, das ist der Eingang. Und die hat es nur nicht gefunden. Die hat den Eingang nicht gesehen. Einfach mal klopfen. Okay, hier ist irgendwo eine Krypta versteckt. Also ein Eingang zu einer Krypta natürlich. Das ist, ach, das ist die Bibliothek. Dann sind wir hier wohl richtig, oder? Eieiei. Das ist eine Bibliothek. Ich spüre was. Ich auch. Suchen wir nach Zeichen von Lopez. Ich spüre auch. Oh, ich sitze gerade auf dem Messer. Okay, ja, jetzt ist das weg irgendwie. Der Sekte der Sieben geschrieben. Die Sekte der Sieben. Geldmittel für die Renovierung der Bibliothek. Drücken einfach mal Q, dann finden wir das schon. Da ist es. Da ist es. Oh, warte mal. Hier ist eine Wand. Also, ich weiß ja nicht, ob das hier alles unter Denkmalschutz steht, aber ich mache einfach mal die Wand hier kaputt, okay? Ich glaube, ich habe die Krypta gefunden. Bin mir nicht sicher. Mal gucken. Das Kreuz sieht aus wie aus dem 17. Jahrhundert. Dreh es. Ist es von Lopez? Einfach mal drücken. Einfach mal, kannst du interagieren? Nee, geht nicht. Schitte, da habe ich gedacht, ja, wir haben es jetzt easy gefunden, aber so easy ist es auch nicht. Einfach mal kaputt gemacht und dahinter was gefunden, was irgendwie... noch mehr. Da ist irgendwer. Einfach kaputt machen. Wir machen jetzt einfach die ganze Bibliothek kaputt. Also, die sieht ja so schon komplett kaputt aus, deswegen... Hä? Er läuft bei uns hier aber. So, haben wir noch ein paar Wände zum Kaputt machen? Wände zum Kaputt. Ich bin der Wandmeister-Einreißer. Ich bin der Meister-Wandanreißer. Ich bin der Meister-Wandanreißer. Boah, das ist ein Zungenbrecher. Ich bin der Meister-Wandeinreißer. Ich bin der Meister-Wandanreißer. Ich bin der Meister-Wandeinreißer. Geht ab. So, hier konnte ich doch noch irgendwas machen. Eier und eine Eklipse. Ja. Ja. Ja, ich habe gesehen, hier gibt es noch eine Treppe, die zur zweiten Etage, nee, zur ersten Etage, ne, das unten ist ja das Untergeschoss, zur ersten Etage führt. Dann gucken wir mal eben. Ich finde das so immer, das hat mich schon immer irritiert, erste Etage klingt so, als wäre das Untergeschoss. Das ist immer so verwirrend. Das hier ist jetzt die erste Etage, das da unten war das Erdgeschoss. Erdgeschoss, das genau. Jetzt bin ich komplett raus, ey. Nicht Untergeschoss, sondern Erdgeschoss. Nee, jetzt bin ich komplett raus. So, ich kann ja jetzt Pfeile hier machen, aber jetzt mache ich irgendwie Feuerpfeile. Ich will aber die anderen Pfeile machen. Eigentlich. Aber ey, ich mache jetzt ganz viele Pfeile, weil... Oh, geht nicht weiter. Weil hier liegt nämlich eine Feder. Alles voll. Wie ist voll? Kann ich nicht mehr tragen. Ach so, wir haben jetzt aus Feuer... Okay. Wie machen wir denn die Halluzinationspfeile? Die fand ich cool. I don't know.
Ach, vielleicht konnten wir das nur mit dem Einbogen? Ich weiß es nicht. Ich fand die Dinger cool. So, ich glaube, wir sind angekommen. In dem Raum, in dem alles möglich ist. Und zwar der Raum, der... Wo sind wir hier? Oh, passt mal auf, ich habe hier ein Loch gefunden. Ich glaube, das ist das Loch. Oder? Warte mal, vielleicht ist hier hinter was? Nee. Hier? Das ist doch eine Bibliothek. Da ist doch sicher so ein Buch, was wir so von der Ecke nehmen können. Und dann öffnet sich dahinter so ein Weg. Okay, aus irgendeinem Grund werde ich jetzt langsamer. Hä? Aber nur hier in dem Gang werde ich langsamer. Warum werde ich hier lang... Au. Ich glaube, hier haben wir was gefunden. Badabum. Da bin ich wieder. An der Stelle gab es einen kleinen Schnitt. Mitten im Video. Denn ich habe eine kleine Pause gemacht. Und weiter geht's. Da ist eine Wand. Die ist rissig. Die reißen wir ein. Und zwar nehmen wir dafür unsere schöne Hacke. Hauen mal rein. Gibt nochmal eine Zugabe. Und natürlich noch eine Zugabe, die noch schöner ist als die Zugabe zuvor. Und los geht's. Nach dieser Trübsal werden Sonne und Mond ihren Schein verlieren. Das Ende aller Tage. Das Ende aller... Das höre ich schon zu oft. Nochmal? Nein, nicht nochmal, nein. Ah. So, jetzt haben wir das auch noch angehört. Und das ist auch noch nicht das, was sein sollte, ne? Aber irgendwo ist ja noch irgendwas. Irgendwo muss doch noch irgendwas sein. Irgendwo ist auch irgendwas. Ich werde es finden. Da ist er. Da ist ein Riss in der Wand. Den reißen wir noch weiter auf. Alle hopp. Und noch einmal. Und ein letztes Mal. Oh, da liegt ein Brief. Das ist vielleicht der Brief. Wie? Hä, wie, du bist voll? Willst du mich... Hä? Warte mal. Bist du jetzt irgendwie verwirrt? Hä? Hä, was ist das? Ich... Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Hä? Okay. Okay. Alles klar. Lara, ich glaube, wo ich eine Pause gemacht hatte, hättest du auch mal eine Pause gebraucht. Ach, da ist auch noch ein Riss. Danke, Jonah. Schön. Mach ich auf. Kein Problem. Oh, da liegt wer. Achso, ist ein Bild. Ich dachte gerade, da ist so ein Arm, ey. Es ist etwa das Bild. Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Jonah, die zwei Bibelzitate. Das die ist Sonne es. Ohne Schein und die Zuflucht unter seinen Flügeln. Was bedeutet das? Der Reiher und die Eklipse. Das ist es. Suche einen Reiher und eine Eklipse. Ein Reiher und eine Eklipse. Den Reiher und die Eklipse finden. Warte mal. Die Eklipse habe ich doch irgendwo gesehen. Da, den Reiher, den habe ich gesehen. Der ist da hinten. Da hinten ist er. Ich kann nicht rennen. Aber ich habe die Macht des Skippens. Haha. So, Reiher. Jetzt kriegst du... Oh, warte mal. Ist da... Ich glaube, da war auch eine Eklipse bei, ne? Komplette Wandmalerei. Oh. Jetzt reißen wir alles ein. Ja, scheint ja eh keinen mehr hier viel zu interessieren, wa? Sieht komplett vollkommen aus. Hätten ein Museum rausmachen können, aber nein. Ja. Vera Cruz, das wahre Kreuz. Ist es das, was ich denke? Ist es etwa? Das es ist die Schatulle. Die Schatulle. Gibt es keinen Zweifel. Ein brennendem Kopf, so sieht die aus. Okay. Da, Jesus, hat das Kreuz auf. Hast mir eingebrennt. Das sind die Stationen des Kreuzwegs. Oha. Aber es fehlen einige. Ein bisschen, ne? Wir haben ja das ganze Bild noch nicht kaputt gemacht. Stationen. Das dürfte zu Lopez Zeit gewesen sein. Sehen, ob wir hier irgendwo ein Kreuz finden können. Ein Kreuz. Ja, warte mal. Warte. Das habe ich irgendwo gesehen. Das habe ich hier irgendwo gesehen. Und zwar war dieses Kreuz hier. War sehr schwer zu finden. Haha. Jesus nimmt das Kreuz auf. Ja, das sieht aus wie irgendeine Mechanik. Irgendeine Mechanik. Kommt schon, ja. Ich wusste... Habe ich das nicht am Anfang noch gesagt? Dass das aussieht wie eine Mechanik irgendwie? Dass man das irgendwie betätigen kann? Oha, Sonne. Lass Sonne, Luft und Liebe rein. Ja, nee, als ob die Sonne... Jetzt, was ist denn das für eine Technik? Was, wie funktioniert denn das? Mit Solarerfassung oder was? Naja, lassen wir dem Ganzen ihr mystisches Dasein mal so, wie es ist. Dann ist es ein bisschen geheimnisvoller. Tief runter. Mal sehen, wohin. Okay, springen wir einfach mal rein da. Wer will zuerst? Natürlich die Dame. Ladies first, sehr gentlemanhaft. Dankeschön dafür. Ja, das haben wir Jonah ja beigebracht. Am Anfang, ne, da wollte er ja nicht. Da hat er sich immer vorgedrängt. So, Lara, jetzt guck nicht tausendmal nach hinten. Spring rein da. So,
Alle, hopp, hast du schön gemacht. So, ich glaube, Jonah, der kommt eh nicht mit. Oder doch? Wow. Station 2. Jesus stürzt das erste Mal. Oh. Alles. Hier ist eine Inschrift. Ambulate dum lucem habetis. Das heißt, geh, während du Licht hast. Okay, das heißt, wir sollen gehen, während wir Licht haben. Oh, das ist ein reflektionsartiges Werkzeug. Haha. Okay, let's go. Okay, wow. Wow. Diese Rätsel manchmal, ne? Die sind echt, Junge, Junge. Dafür bräuchte man ab und zu mal so eine NCT-Pille, ne? Kennt da Limitless? Hier will ich nicht begraben sein. Oh. Koch irgendwo hinter einem Kreuz. Was ist denn das hier für ein Grab? Hier hängen ja die Kreuze, kreuzig. Geh, während du Licht hast. Geh, während du Licht hast. Die Dunkelheit sich nicht überholt. Da, die Dunkelheit, die... Oder eine Drohung. Was denn jetzt davon? Jetzt entscheidet euch. So, ich... Aus wie die Jungfrau Maria. Station 3. Jesus begegnet seiner Mutter. Das sieht aus wie die Jungfrau Maria. Ja, und du wie die Jungfrau Jonah. Okay. Anderes Thema. Jungfrau Maria, ich brauche vielleicht deine Hilfe, um da hinten Licht zu machen. Oh, warte mal. Wir können auch so durch. Hä? Die Türen sind schon offen. Oha. Ich glaube, jetzt fängt das Rätsel erstmal richtig an. Wo muss denn schließlich das Licht hin? Kann ich das denn bewegen? Da ist irgend so eine Spule. Okay, hier kann ich nichts machen. Okay. Erstmal müssen wir uns um das Licht hier kümmern. Können wir hier irgendwas betätigen? Irgendwas? Irgendetwas? Können wir irgendetwas hier machen? Danke für die Hilfe. Vielen, vielen Dank. Alle hopp. Das ist aber sehr nett von dir. Also, ach so. Ach, war staubig. Ach so. Ja gut, das sieht mal so aus der Perspektive von uns so nicht ganz, ne? Okay, Licht ist jetzt da, ist am Start. Licht wird weitergeleitet. Was ist mit denen passiert? Jo. Einen habe ich schon gesehen. Der war irgendwo aufgespießt. Pass schön auf, Lara. Ja, wollte ich nämlich... Lara! Ja. Bist du in Ordnung? Da hinten auf der Seite. Da. Da ist er. Der wurde aufgespießt. Das hatte ich vorhin schon mal gesehen, als ich mich hier umgeguckt habe. Weil ich nicht weiter wusste, da hinten. Weil Jonah ja nicht mit mir reden wollte. So, jetzt kann ich das Ding drehen. Ja, ich guck mal. So, jetzt drehen wir doch erstmal hier hin. Hören auf und ziehen mal an dem Ding und sterben jetzt. Höchstwahrscheinlich. Und... Ja. Tot. Ja, das habe ich jetzt nur mal eben gemacht, um zu demonstrieren, wie es denn aussieht, wenn wir das Falsche erwischen. Selbstverständlich nicht, weil ich einfach zu doof war. Und hier haben wir nämlich das Richtige. Von allen Richtigen. Wenn wir das hier jetzt rausziehen, beziehungsweise reindrücken, dann... Warte mal, das war richtig? Das war richtig? Junge, Junge, klar war das richtig. Haha. Jonah, jetzt hier gut? Sind deine Knochen alle noch gebrochen? Alle noch ganz, meine ich? Ja, dann ist ja gut. Dann, guten Tag, die Herren. Hallo, schöne Begrüßungskomitee hier. Jetzt bitte nicht alle zum Leben erwachen. Dankeschön. So, Paddy kann steigen, Lara ist da. Ist das hier das, was ich denke? Es ist irgendeine komische Sekte. Ist das nicht ein Sakrileg? Nicht unbedingt. Es könnte die ultimative Verehrung sein. Oh Junge. Oder sie waren krank. Das muss Station 6 sein. Boah, Junge, Junge. Guck dir das mal an. Die sind Matsche. Sieht aus wie eine Kirche. Warte mal. Stehen da wie Mönche. Ich weiß, warum die hier sind. Ihr habt euch hier alle versammelt. Und das weiß ich ganz genau. Wir sind eine starke Gemeinschaft. Eine Selbsthilfegruppe, die füreinander da ist. Denkt an Karl. Das hier ist Karl. Guckt mal, er hat schon jetzt seit einem Monat lang seinen Bart nicht mehr rasieren müssen. Und hier ist Bob. Leute, Bob hat seit 2 Monaten... seine Nasenhaare nicht mal einmal mehr stutzen müssen. Und ich
habe schon seit Minuten lang keine Person mehr umgebracht. Also steht weiterhin zusammen und bleibt stark. Also, immer stark bleiben, motiviert bleiben und lasst euch von niemandem unterkriegen, ihr scheußlichen Kreaturen. So, was geht denn hier jetzt ab? Oha, Junge, Jesus, Junge. Wird ans Kreuz genagelt. Oh, Alter. Ich glaube, er nimmt das Kreuz auf. Ja, warte mal, ist die falsche Reihenfolge. Er trägt das Kreuz. Ja, da ist irgendwie, haben wir falsch angefangen. Sie tragen ihn. Ist er denn noch, wieso tragen sie den jetzt? Ach so. Sie heben ihn hoch. Ah, okay, I get it. Sie wischt ihm das Gesicht ab. Alles klar? Okay, warum nicht, ne? Also, wo fangen wir an? Das mit dem Kreuz tragen oder das mit dem Schleppen? Nee, hochheben nicht, ne? Nee, erst Kreuz tragen, wa? Wie funktioniert denn das jetzt? Wir haben hier irgend so eine Schiebemaschine. Und was haben wir noch? Da ist der Lichtstrahl. Und wenn ich jetzt dieses Ding hier betätige und drehe, dann... Bewegt sich Jonah? Wie mache ich das denn? Jo, er bleibt stehen. Lol. Nee, irgendwie habe ich das jetzt nicht ganz gecheckt. Funktioniert das denn? Ich bin irgendwie... Ach, das dreht sich da. Ach, das Teil dreht sich dann. Oh. Ja, okay. Ach so, ich muss es erst... So ist das. Also. So. So, und jetzt fangen wir... Scheiße. Wir wollten da hinten anfangen eigentlich. Aber dahin leuchtet es nicht. Ach, was für ein Mist, ey. Also ich kann das Ding nicht um 180 Grad drehen. Das geht nicht. Wir müssen... Ja, eins davon auswählen. Lasst mich eben überlegen, welches. Also ihr wisst ja ganz genau, was passiert. Ihr wisst es. Gebt's ruhig zu. Ihr wisst es. Ihr wisst, was passiert, wenn wir das hier jetzt reindrücken. Ne? Ist ja klar. Wir sterben. Ist ja, ne? Die Frage, die ich mich aber stelle. Die Frage, die ich mir stelle, ist, warum, wenn ihr es wisst, habt ihr mir nicht Bescheid Sieht gesagt? Aus wie eine Kirche. Und? Toll. Lara, hast ja schön gemacht. Hast ja schön wieder kaputt. Guck mal. Und bumm. Ist kaputt gegangen. Toll. Nee, Lara. Also, Selbsthilfegruppe, Leute. Es ist wieder passiert. Ich hab was gedrückt und dann ist es wieder kaputt gegangen. Also, das ist mein Geständnis an euch. Ich weiß. Also, was wir daraus lernen ist, man muss sich Fehler nur mal eingestehen und damit leben. Sonst endet ihr wie die hier. Guckt euch die mal an. Wie? Was passiert mit denen? Hä? Junge. Die verbeugen sich jetzt plötzlich alle. Okay. Ihr auch. Vielleicht gibt es eine Errungenschaft dafür. Und? Alle verbeugt? Nee, da hinten ist noch einer. Da ist auch noch einer. So, alle haben sich verbeugt. Schade, keine Errungenschaft. Gut, nächstes Ding. Da hinten. Und? Ja, das, lief ja gut. Wow. Die Tür lässt sich Zeit. Die Tür hat sich Zeit gelassen, bis sie mal offen war. Ist aber auch eine große Tür. Nee, waren zwei. Oder war das eine? Nein, es waren zwei. So, da liegt wieder irgendjemand rum. Guten Tag. Alles okay bei Ihnen? Was ist hier bloß passiert? Da fragst du den Falschen. Das kann ich dir nicht sagen. Lever kann es dir sagen. Das hat sich hier offenbar einmauern lassen. Ganz genau. Bumm. Wie bumm? Wie bumm? Schöne Beißerchen. Okay, let's go. Das ging einfach. Das muss die Schatulle sein. Ist es etwa? Warum? Wieso? Ist es endlich soweit? Tantum? Nur die Hände des Rechtschaffenen Au. Dürfen das Schicksal den meinen entziehen. Boah, dann lass mich mal ran. Ich mach das. Das wärst dann wohl du. Sag ich ja. Dankeschön. Wenigstens einer, der mir mau zustimmt. Er hat uns durch diese Jagd geführt. Er hat jeden einzelnen Hinweis sabotiert. Um die Schatulle vor Trinity zu verstecken? Und vor dem Volk von Paititi. Ja.
Aber wir müssen aufpassen. Okay, jetzt. Ich mache mich schon mal ready. So, ich habe mich schon mal richtig positioniert. Nochmal hier so die Beine strecken. So. Okay. Ja, das war klar. Okay. Also ich bin bereit. Für was auch immer kommt. Wahrscheinlich kommt jetzt Diablo. Ja, Wasser. Wasser. Ich sag ja, ich bin bereit. Ich bin bereit. So, erstmal die falsche Tasten hier gedrückt. Let's go. Ich habe hier irgendwie 1000 Errungenschaften. Läuft. Aber ich glaube, die sieht man nicht mehr, ne? Ich nehme momentan mit einem anderen Format auf. Let's go. Luppidupidu, schnuppdiwuppdi. Das war ja jetzt, da hinten geht's weiter. Jetzt geh mal, komm hier, ey. Boah. Hat die jetzt einen Boost, ey. Aufpassen, Stein. Ja, jetzt lass dich nicht einklemmen, Lara. Also, das haben wir aber nicht geübt, so, ne? So, jetzt machen wir nochmal. Jetzt geht uns aber so langsam die Luft aus, ne? Ich meine, wir bewegen uns ja auch eine Menge. Wow, guck mal, und auch der Kraftaufwand unter Wasser auch noch. Uiuiui, also so langsam könnten wir ein Schlückchen Luft gebrauchen. Nur so langsam. Leute. Ja, da fängt es nämlich jetzt an. Ja. Oh, was ist denn eigentlich mit Jonah? Der ist jetzt nicht runtergeplumpst, ne? Nee. Ah, wir machen es mal wieder so richtig aus dem letzten Drücker. Aber es kann sein, vielleicht schaffen wir es diesmal echt nicht. Doch, wir schaffen es einfach immer. Lara, Luft holen? Okay. Ich glaube, das ist Jonah. Uncool. Wo ist sie? Scheiße. Keine Ahnung. Boah, Jonah. Ich brauche diese Schatulle. Du bist es. Fick dich! Boah, Jonah. Aus dem kriegt man nichts raus. Hier wohl fertig. Nein. Amaro! Das hört sich an wie ein Pokémon. Ich wähle dich, Amaru. Halt. Ey, jetzt wartet doch mal. Ey, jetzt riecht... Nee, lass ihn sofort gehen. Sagt man einmal, das ist ein Pokémon und dann trägt Waffe auf eingerichtet. Jetzt alle mal runterkommen. Ich hab hier so ein Ding in der Hand. Das willst du haben und ich will den Jonah. Aber ich glaube, Jonah will nicht, dass wir die abgeben eigentlich, ne? Weil damit, ne? Der soll sie ja nicht bekommen. Lass ihn frei. Beziehungsweise wir wollen die benutzen. Was tust du da? Für uns. Ich ertrage keinen weiteren Verlust. Oho. Muss der auch mal blinzeln? Ja, das weiß ich. Dein Vater war brillant. Och, na, jetzt fängt er damit an. Er erst sterben, bevor ich das wusste. Uff. War mein Freund. Jetzt geht das wieder los. Aber er war besessen, rücksichtslos. Du kanntest ihn doch gar nicht. Genau. Er wollte nicht das gefährliche Potenzial in seiner Arbeit sehen. Das konnte ich nicht erlauben. Oh. Du hast ihn umgebracht. Nein. Oha. Er wollte der ganzen Welt Paititi vorstellen. Oh. Die wird gleich zum Super Saiyajin. Worin mein Leben steckt. Meine Welt wäre zerstört worden. Und was ist mit meiner Welt? Oh. Also bitte, Lara. Oh. Glaubst du, das wäre dasselbe? Das ist es für eine Neunjährige. Ich war ein Kind. Das Risiko war mir einfach zu groß. Eine ganze Zivilisation, Jahrhunderte der Unabhängigkeit, tausende Menschen. Ich hatte keine Wahl. Man hat immer eine Wahl. Noch ist nichts verloren. Du kannst zu Ehren, Onoratus, die Sonne wiederherstellen. Nein. Ich muss die Bedrohung vernichten. Na. Du feige. Sau. Egoistischer, mörderischer Dreckskerl. Und gib's ihm. Lara, wie viele hast du auf dem Gewissen? Hm? Und vor allem wofür? Deswegen bin ich ja in der Selbsthilfegruppe. Oha. Jonah. Jonah wird zum Super Saiyajin. Oha. Lauf. Uff.
Der hat sie alle fertig gemacht. Der war so schnell, man hat ihn nicht gesehen. Meint der. So, jetzt kriegst du hier den hier. Und den hier. Tja, hast du davon. Hat die jetzt weggeschmissen, die Waffe? Ich bin mir nicht sicher. Nee, hat sie nicht. Sonst lag sie ja da. Hör, der liegt da rum. Oh, wir sind... Oh, raus aus der Cutscene. Wir sind raus aus der... Oder? Ich... Das ist... Man kann das nicht entscheiden, weil Gameplay ist Cutscene. Ich sehe keinen Unterschied. Okay, let's go. Ja. Bam, 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 bam. Ihr habt das Monster erweckt. Der gerade eben? Ja. Sollen wir ihn rufen? Nein. Meinen die so? Wenn sich unser Status ändert, no, no, no. Sagt er es uns schon. Ein Foto von Dre Andreas Lopez. Leute, an der Stelle, aber mal ganz kurz. Ey, jetzt haltet da hinten schön stille. Ich will gerade die Absage machen, ne? Und wenn ihr jetzt noch einer quatscht, dann verschieben wir das. So. Dann. Okay, wir verschieben es zwar nicht, aber den Typen killen wir nachher als erstes. Jetzt seid doch mal alle ruhig. Jetzt quatscht der auch noch dazwischen. Ich will die Absage machen. Jetzt haltet alle den. So, das ist doch nicht wirklich wahr hier. Das kann doch nicht sein, doch alles hier ausmachen und dann aufschließen und so. Ach ja, die Musik können wir anlassen. Ah, ja, so ist es doch schön. Schönen Abend noch. Nein, schönen Abend noch. Ne, Moment mal. Schönen Tag, schönen Morgen oder schönen Abend noch. Oder eine gute Nacht wünsche ich euch. Danke fürs dabei gewesen sein. Bis zum nächsten Part von Lara Croft, beziehungsweise Shadow of the Tomb Raider. Bis dahin noch wünsche ich alles Gute und bye bye. Ciao.